Treppenhaus ist für mich immer eine ganz, ganz schlimme Entscheidung, weil ich weiß natürlich, eigentlich sollte ich laufen, auch wenn es der 5., 6. oder 7. Stock ist, weil ich dann endlich mal wieder ein bisschen Sport mache, ne? Und wieder vom Gewicht runterkomme, was ich mir so bei den Auftritten anfresse. Andererseits habe ich meistens eine schwere Tour dabei und denke mir, ich bin berechtigt, den Aufzug zu nehmen, so wenn es einen gibt. Und deswegen habe ich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu einem Stirnhaus. Stirnhaus. STIRNG-Haus. Kannte selber das Literaturfest nicht. Ich bin darauf aufmerksam geworden, eben durch die Anfrage, und habe mich dann damit beschäftigt und möchte das einfach unterstützen, dass sozial schwächer gestellte Menschen auch den Zugang zur Kultur nicht verlieren. Touristen sind ja auch im Endeffekt sozial schwach gestellte Menschen. Also lese ich eigentlich von gleich zu gleich. Wichtig ist, dass Kultur aller Orten stattfinden kann. Dass Kultur nicht auf bestimmte hehre Räume reduziert ist, sondern dass man das Gefühl hat, dass theoretisch auch in ganz alltäglichen Räumen Kultur stattfinden kann, auch um den Leuten zu beweisen, dass die Kultur nichts Fremdes ist, sondern etwas Alltägliches sein kann und sein darf. Barfuß. Lustig, informativ, unglaublich. Eher dann beim ersten Lesen. Also bei mir ist es meistens so, ich schreibe einfach aus dem Bauch raus, auch ohne wahnsinnig viel zu überlegen, meistens in einem Fluss. Und wenn ich es dann geschrieben habe, denke ich mir erstmal, das ist totaler Scheißdreck. Und wenn ich es am nächsten Tag dann lese, denke ich mir, es war gar nicht so schlimm. Weil jede Tuba einen Namen hat und diese Tuba heißt halt Fanny, ja. Irgendeinen Namen muss man ja nehmen. Fanny ist eigentlich ein sehr schöner Name. Die Fanny ist jetzt genau 19 Jahre alt. War Geburtshelfer. Die Lieblingsgeschichte ist, wie sie sich in Chicago am Flughafen verkehrt rum in den Koffer reingelegt haben und dann nicht zugekriegt haben. Und dann haben sich 4 fette Zöllner draufgesetzt, damit der Koffer zugeht und die Fanny war platt. Da haben wir es wieder recht heroperieren müssen.